Wer hat Fragen aus dem Auditorium? Gibt es irgendwie Diskussionsthema zu den physiotherapeutischen oder zu den beiden nachfolgenden Vorträgen? Bitte. Hier in der Mitte, einmal das Mikrofon geben, bitte dem Herrn in der Mitte, dem Arzt. Ja, mein Name ist Wolfgang Blecher, ich habe mich schon mal vorgestellt. Ja. Ich wollte noch mal kurz was zu den Knorpelschäden sagen. Also bei uns treten die vorwiegend im Talus auf, im Sprungbein. Aber das sind Hochleistungssportler. Und zu Ihnen, Herr Mayer, wir operieren, wir lassen keine Knorpelverletzten operieren im Stadium 2, weil da die feine Knorpelschicht, Oberfläche noch erhalten ist. Außer mit einer retrograden Bohrung. Das ist möglich, wenn diese Schicht nicht verletzt wird. Im Stadium 3 und 4 überlegen wir uns das. Meistens sind es auch mehrere Läsionen, wo Sie dann praktisch nicht alle operieren können. Noch kurz zur Physiotherapie wollte ich abschließend sagen, was mir sehr gut gefallen hat, ist Ihr Hinweis, dass der Quadrizeps auftrainiert werden muss, weil der Quadrizeps, der Oberschenkelstrecker, ab 70 Grad das Transplantat schützt. Das Transplantat hat eine Festigkeit nach Quist von ca. 30-50% ab dem 7. Monat bis zum 12. Monat. Deswegen macht es keinen Sinn, einen Sportler 12 Monate lang warten zu lassen. Die Festigkeit des Transplantats ist immer, gibt verschiedene Untersuchungen, die werden Sie kennen, zwischen 30-50%. Die Fixation des Transplantats hat direkt nach der OP gemessen 700 bis 1400 Newton. Das ist sehr viel. Und also da wollte ich nochmal betonen, es gibt keinen Grund, einen Sportler 12 Monate warten zu lassen. Ja. Also erstens, das ist vollkommen richtig, man sollte Sportler überhaupt nicht schonen, da sind wir absolut der gleichen Meinung, es gibt nichts Schlimmeres und diese Ausreißfestigkeiten und die ganzen Studien haben das auch bewiesen, das Kreuzband ist danach stabil, es geht mehr eher um die Angewöhnung wieder an die Propriozeption. Die andere Frage, die Sie gestellt haben hinsichtlich der Stadiumeinteilung, nochmal, erstens sprachen wir so ein bisschen über ein anderes Gelenk. Bei dem OSG führen wir auch eine retrograde Bohrung zum Beispiel als Therapiewahl an. Das ist eine gute, elegante Methode in den ersten beiden Stadien. Und die zweite Frage ist, Sie hatten jetzt gesagt, bei 2 nicht, es geht sehr wissenschaftlich und eher bei 3 und ich sage, wir machen eher bei 2. Wie erfahren Sie, wie schaffen Sie es, dass Sie genau den Patienten dann nicht verlieren, dass er in das Stadium 3 abrutscht? Man kann nicht jeden Tag einen Kernschwimmen machen. Also unsere Philosophie, das will ich ja nur betonen, weil wir sind fast genau der gleichen Meinung, ist, dass wir Angst haben, zu viele Patienten zu verlieren, die nicht vom Stadium 2 wieder zurück in die Heilung gehen, sondern dann in das Stadium 3 mit einer Fragmentation rutschen und da eben einen größeren Schaden erleiden. Aber das ist so ein bisschen Philosophiefrage. Ja. Diese Knorpel... Also bei uns ist es so, dass wir natürlich einen Riesenstab von Physiotherapeuten haben, die professionell den Muskelmantel beim Stadium 2 mit auftrainieren können. Ist das nicht der Fall, muss man sich dann das mit den OPs durchaus überlegen. Ja. Da war noch eine Frage, eine Dame wollte was sagen. Diese Knorpelneubildung, macht man die nur bei jungen Menschen oder auch bei älteren Personen? Älteren, ab wann? Wann ist man alt? So alt, wie man sich fühlt. Ja, aber wann? Wann meinen Sie? Ja, ist 70, 75. Würde ich eher wirklich nicht empfehlen, weil in den meisten Fällen generalisierte Probleme da sind. Da hat man mit einer Arthrose zu tun und das ist nicht dafür geeignete Methode. Es geht um isolierte so Defekte. Aber ich möchte mich trotzdem bedanken. Ich habe 2 Arthroskopien hier machen lassen. Das ist alles in Ordnung. Ich habe keine Schmerzen mehr. Ich habe eine neue Hüfte, die ist in Ordnung. Ich habe eine Schulter hier machen lassen. Fast komplett neu. Ich möchte mich dafür sehr bedanken. Ich bin schmerzlos und ich möchte, meine Knie sehen auch noch in Ordnung. Darum habe ich jetzt nur nach der Knorpelbildung gefragt. Danke, danke. Aber ich bin zufrieden, bei mir ist alles in Ordnung. Nochmal herzlichen Dank überhaupt. Danke auch. Darf ich auch eine Frage stellen? Hat der Dr. Mayer vorher mit Ihnen geredet? Nein, das war spontan. Ja. Lieber Herr Doktor, es kann sein, dass wir Fragen haben über die Internetschiene. Kurz, ist da was?
Wir beantworten parallel auch über die Internetschiene was. Sie haben jetzt aktuell 8 Fragen. Ich stelle mal eine, die vielleicht interessant ist. P. Müller aus Wien fragt, muss oder sollte das vordere Kreuz von 1 oder 2-seitig operiert werden? Ja, also wir sollten versuchen, das vordere Kreuzband, wenn es geht, einseitig zu operieren. Ja, da sind wir bei der Operation drauf eingegangen. Wenn absolut zu viel Blut drin ist, wenn der Außen-Innen-Meniskus kaputt ist und das Knie nicht so reizfrei ist, dass man sagt, das geht in einer guten Beweglichkeit nachher, krankengymnastisch, dann vielleicht eher zweiseitig. Aber die Favorisierung bei uns ist einseitig, weil Sie haben das gesehen, es geht so, ja, ohne große Mobilität, ohne den Patienten noch zusätzlich zu belasten, dass wir mehr dahin trainieren.